Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Christmas Winterland Event Video. Wir stehen ja noch in Omak in Washington und schauen mal, wohin die Reise heute geht. Christmas Dried Fruits. Oh, sogar für 11. Zum Christmas Market für 11.788 Dollar. Das ist schon interessant, wie viel Geld man einfach hier in ATS bekommt im Vergleich zu ETS 2. 160 Meilen geschätzte Landesstrecke. Steht da immer Landesstrecke? Nee, Streckenlänge, und in diesem Fall ist es Landesstrecke. Christmas Dried Fruits. Fahren wir nochmal zum Town Square im Winterland. Ja, das ist mir auch komplett egal, denn das Community Goal, das wurde achieved. Das Personal Goal ist einfach nur noch gerade relevant. Dann nehmen wir mal den Auflieger auf, der links neben uns steht. Ich habe mal kurz nachgeschaut. Also das Cruising Kansas Event ist dann noch bis zum 14. geht, also noch 12 Tage, wenn das Video hier erscheint. Das ist momentan bei knapp 2/3, also bei knapp unter 100.000 Meilen von 100 Millionen Meilen von 150 Millionen Meilen. Prinzipiell wäre ja das ja eigentlich so, dass das ATS-Video, wenn ich jetzt weiter in der Reihenfolge behalte, erstmal gucken, wo geht der nächste. Okay, das ist alles super, super weit weg. Ja, entweder geht's hier hin, das sind 167 Meilen. Oder es geht hier hin, das wären 136 Meilen. Dann fahren wir einfach mal da hin, wieder denselben Weg zurück. 136 Meilen. Okay, here we go. Von hier raus. Die andere Kurve bekommen wir nämlich nicht. Genau, falls quasi um die 52 Millionen Meilen noch ausstehen. Deswegen würde ich sagen, dass sobald wir das 13. Video hier gefahren haben, also die 13. Fahrt abgeschlossen haben, was im Grunde genommen nach diesem Video noch zwei Videos in den ATS von dem Christmas Winter Event, dass ich mich dann ransetze wieder ans Cruising Kansas Event, um einfach mit zu unterstützen. Sprich, eventuell sogar schon ab morgen, dass ich dann wieder in ATS fahre. Ich weiß allerdings noch nicht ganz genau, wie viel ich jetzt schaffe, noch bis zum 2., also bis heute. Kommt mal darauf an, wie viel ich noch morgen schaffe, morgen vor allem. Wie viel ich gestern am zum Neujahr geschafft habe, vor der Arbeit. Davon hängt es dann in diesem Fall ab. Es ist schon schön. Caution. Please mind the speed. Ja, ich weiß. Stay right and then turn right. Schön mit dem Güterzug, der da vorbeifährt. Turn right. Hier war eine Wand aus Metall.
Also da werden wir auch, also ne, durch die Methode, die ich dann machen werde, wahrscheinlich die andere auch gerade fahren, die aktiv noch am Event fahren, oder wieder aktiv am Event fahren. Ich habe mal spät mit dem Winterland-Event wieder angefangen. Ziemlich spät sogar. Denke ich mal, bekommen wir es auch noch gut gerissen, auch wenn es eine knappe Kiste, glaube ich, wird. Aber mal schauen. Wahrscheinlich liegt der Fokus gerade sowieso eher jetzt da drauf, weil die meisten einfach schon das Winterland-Event durch haben. Während ich hier gerade beim 10. Auftrag sitze. Aber bin ich mal gespannt. Vielleicht führt der erste Weg da ja auch sogar wieder zurück nach Kansas. Nachdem, wo das Winterland Event für mich im American Truck Simulator endet. Und ich glaube, dass ich jetzt doch, also für mich ist eigentlich alles fortgeschritten. Ich nehme jetzt für euch mehr oder weniger weg, was ich im. Bei habe ich das? Ich weiß gerade nicht, ob ich das, ob ich da jetzt explizit darauf eingegangen bin im Morgenvideo oder im gestrigen Video. Aber ich werde wahrscheinlich jetzt doch auch, wenn die Sonne untergeht, da die Tonnen reinigen, was einfach schon mittlerweile 15:30 Uhr ist. Und ich denke mal, ich werde jetzt gleich einfach nochmal ganz schnell einen Quick-Edit machen müssen vom ATS-Video, damit das überhaupt noch heute rauskommt. Also gegen 18 Uhr zumindest. Mal gucken. Das will eigentlich hinhauen. Schön rüber, wo der Zug. Nee, der Zug gar nicht hier lang. Ne, meint. Über den See hinüber. Weiter schön mit 60. Ich kann mich gar nicht so richtig an die Strecke erinnern. Ich weiß aber auch gar nicht mehr genau, ob wir bei Nacht hier durchgefahren sind auf dem Hinweg, also auf dem Weg nach Umag oder nicht. Auf jeden Fall werden wir denselben Weg gefahren sein müssen. Vorne gleich runter auf 45, glaube ich. Genau. Gehen wir mal runter. Auch wenn Retarder ja hier Ewigkeiten braucht. Und wir nochmal ausgebremst werden. Aber auch jetzt erinnere ich mich an dieser Stelle erinnere ich mich an die am See gerade nicht. Warum auch immer. Ich denke mal, durch das Kennen-Event werde ich dann wahrscheinlich auch nochmal auf die 1 Million kommen. Zumindest so nach der Methode jetzt, die dann kommt. Das wäre eigentlich. Nein, nicht innerhalb von Kansas unterwegs sind, sondern dass wir einfach nach Kansas und von Kansas unterwegs sind. Ach, der will natürlich geradeaus. Super. Und da wurde es draußen plötzlich wieder richtig dunkel. Nachdem ich das Licht wieder ausmachen konnte, muss es wieder anmachen. Stückchen haben wir, glaube ich, noch. Ja, 41 Meilen sogar noch. 100 Meilen haben wir gerade erst hinter uns.
Also wäre zumindest gut, wenn ich durch das Kenntnis-Event noch mir ordentlich Kohle einfahre, dass ich dann eine Garage in Kenntnis kaufen kann. Also so 1-1-2 zu erfahren wäre schon nice. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. 1,6 oder so. Dann könnte ich zumindest auch den. Wobei, vielleicht kann ich jetzt einfach einen späteren Fall aufmachen. Wäre ja auch nicht so verkehrt. Dass ich dann den Volvo auch restauriere komplett. Dann werde ich also auch wieder hier in den anderen Truck switchen. Eine Volvo fahren das Event zu Ende, das Cruising Kansas Event. Wie gesagt, ich denke mal, also zeitlich gesehen dürfte ich das wahrscheinlich. Ah, shit. Wahrscheinlich nicht. Ich muss ja nächste Woche eigentlich. Also diese Woche muss ich ja komplett bis 20:30 arbeiten, je nachdem, wann ich dann zu Hause bin und ob ich dann noch einkaufen gehe oder nicht. Allerdings halt bis Freitag nur, ne? Allerdings sind das ja doch eher so gute Videos, also gute Längenvideos, wo es nicht allzu lange dauert. Also wenn es gut läuft, dann dürfte ich das. Bremst du jetzt oder bremst du nicht? Dürfte ich das eigentlich auch sogar hinbekommen, dass ich dann an den zwei freien Tagen, die ich dann habe, am Wochenende, dass ich dann gut was aufnehmen kann von ATS, vom Cruising Kansas Event. Und für einen kurzen Abschnitt auf 60 hochbeschleunigen werden wir hier in irgendeinen Nationalpark fahren wahrscheinlich. Und auch gleich dann durch sind und. Ja, jetzt kommen ja wieder viele Bäume, jetzt ist wieder Leggy auf diesem Rechner. Aber dann sind wir auch gleich beim Portal zum Winterland-Event, zum Winterland. Ach, es ist schon schön, die ganze Gegend hier. Da vorne haben wir den Zielpunkt, den ich mir gesetzt habe. Kann ich ja eigentlich schon mal runtergehen auf 30 oder so. Wir brauchen ja ein bisschen. Da muss ich noch selber in Eisen gehen. Weiter Retarder. Okay, jetzt. Ja, ein bisschen zu sehr. Ja, 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 ja. Ist ja gut, ist ja gut. Und dann ab ins Portal hier auf der Rest Area. Okay. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich jetzt gleich schlafe oder nicht.
Bin ich geblinkt? Oder ich wollte blinken. Das sieht jetzt ja auch. Jetzt sieht man das natürlich jetzt gerade deutlich besser als beim letzten Mal. Schön mit den Polarlichtern. Auch so schön kräftig jetzt. Beim letzten Mal war es ja auch eher Dämmerung. Oder schon fast Tag, weswegen es so marginal war. Ja, da bekommt man doch schon echt Lust auf die nördlichen Staaten im American Dog, wenn man hier durchfährt. Kanada und so. Wobei es dann ja auch eher wieder so ein wahrscheinlich ein Mod-Ding sein wird. Und kein Vanilla-Ding. Wo jetzt gleich beim Town Square beim Christmas Market. Wobei mir gerade auffällt, eigentlich dürfte ich prinzipiell nur noch ein Video hier machen in ATS, weil wir ja ansonsten dann im Christmas Winterland Event enden. Also hier im Winterland enden wir dann ja, wenn wir jetzt die 13. Fahrt machen. Das ist ja jetzt hier gerade quasi die 9. Fahrt. Die 11. Fahrt würde dann enden in der realen Welt quasi. Und dementsprechend dann das 13. wieder hier. Und dann wäre das 15. halt wieder, ne? Eigentlich muss ich dann schon nach der nächsten Fahrt dann aufhören hier für in ATS. Aber das ist ja auch in Ordnung, dann können wir ja ein bisschen frühzeitiger schon ein bisschen mischen, die beiden Events. Dementsprechend wäre es sogar umso besser, wenn ich dann an Neujahr zwei Videos aufnehme. Umso besser wäre es natürlich, wenn ich die anderen vier Videos jetzt mit dem Silvester-Video noch zu Silvester machen. Muss ich mal schauen, dass vielleicht wird das auch so ein Nacht von Silvester auf Neujahr Ding, wo ich das Ganze dann bearbeite und rendere und hochlade. Ausgezeichnete Christmas Dried Fruits von Omark nach Winterland zum Town Square geliefert. Gefahrenstrecke 157 Meilen, dauert 22 Minuten. Jetzt ist es draußen wieder heller. Der Wahnsinn. 22 Minuten hat es gedauert, 25 Gallonen haben wir verbraucht. Das war der 148. erledigte ATS World of Trucks Auftrag. Es gab dafür 11.800 Dollar knapp. 269 Erfahrungspunkte, damit sind wir auch wieder über der 700k-Marke. Und ich bedanke mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns im nächsten Christmas Winterland Event Video wieder. Tschüss.